Oh mein Gott. Oh mein Gott, The Walking Dead. So, was haben wir hier? Was ist das denn? Was, finde es immer noch langsam, bis das im Stream mit Cat angezeigt wird? 16 Sekunden Verzögerung. Wie gesagt, anders kann ich es nicht einstellen. Mehr kann ich nicht machen. Goldener Siegel haben wir jetzt gefunden. Jetzt gleich kommt Scooby-Doo in die Ecke. Ich glaube auch. Mysteriously shaped ring? Maybe it's a key to something. Like in adventure movies. Ja, like adventure movies. So, wir haben einen Ring. Wo könnten wir denn den Ring ein... Ah, warte mal. Ah. Nein. Was... Was there someone behind me? Oh mein Gott, ich hab mich jetzt so erschrocken. Dublone. Voll die Uncharted-Dublone. Was macht die denn da oben? Mom! You serve my purpose, maiden. Sail forth my ship to Skull Island. Das Schiff fährt einfach mal ins Museum. Ein Spalt in der Schiffsplanke. Wenn ich irgendwie drankomme, kann ich mich an Bord... Was kann ich mich an Bord schleichen und meine Tochter retten? Oh mein Gott. Ich habe eine Leiter gefunden, die gerade noch kaputt war und jetzt wieder funktioniert. Ich werde bekloppt, mein Büro. Das Spiel ist so blöd, dass es schon wieder cool ist, ja. Das Geisterschiff. Es hat das halbe Museum zerstört. Ja, ich frage mich, wie es hier reinschippern konnte. Fährt wahrscheinlich auf Schienen oder so. Interagieren. Die ganze Ausstellung, das ganze Museum ist zerstört. Wieso kannst du das so lassen? Ist doch eine super Ausstellung, so ein Schiff. So, gehen. Der Spalt ist zu klein für mich. Ich muss ihn vergrößern. Jetzt gehen wir ins Geisterschiff. Natürlich. I can't see anything. Where am I? Oh, wer ist er denn? Alfred? Wer kennt... It's a genuine haunted ship. I have to find my daughter. She must be so scared. Oh ja, so scared. Wenn ich sie jetzt hier alle sehe, bin ich auch so scared. Wer kennt es nicht? Überall nun erhältlich. Ja, ich, ja, interagieren. Diese Alge leuchtet. Ich habe noch nie so eine Pflanze gesehen. Dann warst du noch nicht im Meer. Meer. Oh mein Gott, wir haben Patrick gefunden. Ich werde bekloppt. So. Es ist, ich weiß nicht, das Spiel ist so geil. Es macht aber auch irgendwie Spaß. Ich will gar nicht aufhören zu spielen. Es ist so... Another woman on board? That's double the bad luck. But welcome anyway. This cursed ship belongs to Captain Remington, the most fearsome pirate there is. We're his crew. Well, what's left of it? Now that the captain's returned from the deep, we've set sail for the old hideout on Skull Island. Here's a map of the ship. For free. Don't want bad luck getting lost on the ship. A map. Now I'll always know where I am. Wow. Alter, allein die Mundbewegung von ihm. So, you fancy me bottle of shiny fluid? I can't give everything away for free. Ich glaube, ich sollte auch mal so reden. Hallo meine Freunde, es ist schön, euch wiederzusehen. Komm doch mal. So, you fancy me bottle of shiny fluid? I can't give everything away for free. Ich kann nicht mehr. Ich kann gleich nicht mehr, ehrlich. Ich kann gleich nicht mehr. Das Spiel ist ja mega.
Der mega Shit hier im Store solltet ihr euch zulegen. So. Wie Skeletor aus He-Man. Ja, genau. Skeletor aus He-Man. Diese Eisenleiste auf der Falltür genagelt. Ich muss sie durchsägen. Ja, warte mal. Dann nimm noch hier. Natürlich. Weißt du, sie hat eine Axt gehabt und schmeiße einfach weg, nachdem sie. Wir brauchen 3 Patricks, brauchen wir. Schmeiße einfach die Axt weg. Ist uninteressant. Kann ich hier sonst noch irgendwas tun? Ich kann mit ihm nochmal reden. Ich kann. Ja, genau. Auch wenn er. Mom! Help me! Oh mein Gott, nein! Horrorspiele machen die fertig, Wimmelbildspiele machen die fertig. Es ist so. Oh mein Gott, nein! Man braucht 3 Schlüssel für den bewachten Oktopus. Oh mein Gott, der bewachte Oktopus. Wer kennt ihn nicht? So. Was ist das denn? Ich kann hier interagieren und dann wackelt das Lämpchen. Das ist schön. Ich habe ein. Was ist denn das? Ein Skeletthand habe ich gefunden. Eine Skeletthand. Und eine Säge. Sehr schön. Ich kann gehen. Ja, ich möchte gehen. Ich möchte einfach nach Hause gehen. In dieser Vertiefung muss ein sternförmiger Griff. Ich brauche alle 3 Sterne. Warum setzt du den nicht ein? Hast du viel mehr Platz im Inventar? Die Axt war Billigware. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die Axt war echt Billigware. So, dann gucken wir mal. Ich glaube, wir kriegen jetzt hiermit. Kriegen wir, glaube ich, mit der Säge, ne? Oder? Ja. Boah, diese Animation. Ich bin gereizt, von dem neuen GTA zu sprechen, was die Grafik angeht. Alter, hier ist alles am Leuchten. Ich weiß gar nicht, wo ich hinklicken soll als erstes. Ah, ja. Erstelle einen Gegenstand. Okay, wir haben ein Wimmelbild, was, glaube ich, auch nicht so schwer ist. Die Symbole sind unten und... Nein, das war ja relativ einfach. Nein! Du hast einen nützlichen Gegenstand gefunden. Ein Hammer. Ich habe ihn nicht gefunden, ich habe ihn zusammengebaut. Cool, mit einer Säge Metall durch. Ja, das kann nicht jeder. Chemicals. Perhaps the skeleton pirate is holding the missing bottle. Der Versuchsaufbau ist unvollständig. Ich brauche noch eine Flasche mit Chemikalien und eine Fiole. Mhm. Bei der Metallsäge, ja. Oh mein Gott. Hier gibt es viele Gegenstände. Vielleicht finde ich später etwas Nützliches. Warum nicht jetzt? Ich verstehe es nicht. Ah, ich kann das fast zum Schwingen bringen. Ich schwing dein Ding quasi. Jetzt explodiert gleich alles. Ja, ich fasse irgendwas an. Irgendwas explodiert. Hey, wir haben einen Seestern. Jawohl, dieses Fass ist noch voll mit Wasser. Ich muss es nur anzapfen. Okay, das mit dem Hammer vielleicht. Mit der Skeletthand. Mit dem Seestern. Mit der Dublone. Nein, funktioniert alles nicht. Okay. Es ist, ja. Die Fässer sind stark beschädigt und der Großteil des Wassers ist Ich glaube, irgendein Nachbar nagelt gerade irgendwie ein Bild an der Wand oder so. Zoomen? Was haben wir sonst? Interagieren? Ja. Die Bretter sind rissig und schlagempfindlich. Dann vielleicht den Hammer. Der Oktopus hat gelernt, die Zähne des Schädels zu ver... Was stand da?
Der Oktopus hat gelernt, die Zähne des Schädels zu verzauberte Dublone. Was? Zu verzauberte Dublone. Der Oktopus hat gelernt, die Zähne des Schädels zu verzauberte Dublone. Mein Gott, ist das eine Übersetzung. Oh mein Gott, ist das spannend. Huch, nein. Wollte ich gar nicht. Tschüss. So, warte mal. Nein, erst die ersten beiden. Dann so Trial and Error ist das, glaube ich, hier Versuch. Nein, auch nicht. Hä? Hä? Nein. Warte mal, zurücksetzen. Ach so. Ich muss das nachmachen. Ach so. Nein. Ah. Oh Gott. Ei, wie war denn das jetzt? Der und der. Du musst das Muster nachmachen. Ja, ich habe gedacht, ich muss irgendwie die Zähne irgendwie Trial and Error mäßig interagieren. Achso. Die Falle wird meine Hand zerquetschen. Ich muss sie auf einer anderen Art entfernen. Ja, mit dem Hammer. Dieser Gegenstand kann noch immer nützlich sein. Ich möchte nicht, dass es kaputt geht. Dann nimm die Hand. Das funktioniert sogar. Er macht vor, du machst nach. Ja, das ist. Moin Popokop, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show und zu, ja, einem Spiel. Ich möchte es für sich sprechen lassen. Der Topf ist noch gut erhalten. Er könnte nützlich sein. Ja, aus diesem Topf möchte ich ganz ehrlich sagen, möchte ich gerne einen Topf essen, so wie der aussieht. Wir brauchen Wasser, Rum, Limetten und Gewürze. Ich dachte, ich kann vielleicht die Fischgräte. Du musst die Zutaten hingeben, bevor ich sie umrühre. Okay. Zutaten haben wir ja noch nicht. Oder haben wir im Inventar schon Zutaten? Nein, haben wir nicht. Was haben wir denn da bekommen eigentlich? Ein bronzener Schlüssel. Mhm. Diese alten Vorräte sind schon vor hunderten von Jahren verrottet. Jetzt stinken sie nach Moder. Ja, wahrscheinlich so wie deine Hose. Entschuldigung. Das Feuer ist schon fast aus. Ich brauche mehr Kohle, um den Ofen anzuheizen. Die Until Dawn Falle. Ja, genau. Nein, ein Wimmelbild. Ich werde bekloppt und diesmal im Hellen. So, ich trinke nochmal einen Schluck. Warte mal. So. Jetzt dürft ihr mitwimmeln. Und, Alter, das ist, ey, das macht so viel Spaß. Das ist so cool. Es ist, also, ich muss mal kurz anmerken, ja. Wimmelbilder sind ja eigentlich so, ja, total so, wo man denkt, ja, komm, das spielen irgendwie ältere Herren, ältere Damen oder so, irgendwie im hohen Alter. Aber ich finde, es macht trotzdem irgendwie für Stream ist es irgendwie total geil. Ich nehme das jetzt auch mal auf, vielleicht schneide ich das für YouTube als Highlight irgendwie zusammen oder tralala, keine Ahnung. Aber irgendwie macht das Spaß, weil ihr könnt ja auch mit Rätseln und so. Das ist ein Schlüssel. Ich dachte, das ist eine komisch aussehende Frosch. Ja, ich habe auch gedacht, das ist irgendwas anderes. So, Kaffeebohnen. Das sieht aus nach Kaffeebohnen. Jawohl. Was haben wir denn noch? Chilischoten. Da sind die Chilischoten, die sehe ich schon. Du bist auch schon alt. Was? So, da ist der Löffel. Kaninchen, Reibe, Kohle. Kaninchen, Reibe. Der bewegt sich hier noch. Ich weiß nicht, warum. Ist alles undicht hier. Was? Oh, Shorts feiert was.
Schildkrötenpanzer. Da ist ein Schildkrötenpanzer. Über den Bohnen das Messer. Über den Bohnen das Messer. Hier, meinst du das hier? Hier ist kein... Nein, hier kann ich hinklicken, wie ich lustig bin. Hier passiert nichts. Wenn du das meinst. Sonst sehe ich keine Bohnen. Wo sind denn Bohnen? Wenn du das meinst, hier ist... Hier kann ich... Hier passiert nichts. Aber denk dir nicht, Sascha. Ich fühle mich heute auch alt. Was? Ach komm. Holst du den No Man's Sky? Ja, auf jeden Fall. Kakaobohnen. Wo siehst du denn hier Kakaobohnen? Das Messer. Hä? Wo denn? Ich habe ein Buch gefunden. Das war eine Formel. Ganz toll. Ich konnte hier gerade interagieren. Warte mal. Ah, der Fächer. Hast du eben eingesammelt? Achso. So, den Kranich haben wir. Straußenei, Bratpfanne, Kohle, Reibe, Trockenfleisch. Ist das Trockenfleisch? Das ist Trockenfleisch, natürlich. Ich kann es kaum abwarten, bis es kommt. Zähle jede Sekunde. Ja, es wird bestimmt sehr geil. Ich werde auch im Stream spielen und so. Und auch erstmal privat. Bratpfanne ist links mittig. Links mittig. Da ist die Bratpfanne. Ja, sehr schön, sauber. So, Straußenei, Kohle, Reibe und zerbrochenes Messer. Ist das das Messer? Nein, das ist nicht das Messer, weil es zerbrochen soll es sein. Straußen... Ist das ein Straußenei? Nein, das ist ein Straußenei. Das ist ein Straußenei. Die Kakaobohnen hast du eingesammelt und darüber das... Messer? Ach, hier, alles klar. Zerbrochenes Messer, alles klar. So, jetzt brauchen wir noch Kohle und Reibe. Ist das Kohle? Das ist Kohle. Jetzt brauchen wir noch eine Reibe. So eine Kiesreibe wird es wahrscheinlich sein, irgendwie. Aber ich weiß nicht. Eieiei, wo soll denn hier eine Reibe sein? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Reibe, Reibe, Kuchen. Die Reibe hat gerufen. Ich habe keine Ahnung, wo hier eine Reibe sein soll. Ich weiß nicht, seht ihr eine Reibe? Oder so eine Muskatreibe? Oder... Reibe rechts über dem Teller. Nee, das sehen aus wie Käsecracker oder so. Das, nein, das sind sie nicht. Hm. Was, Fahrradführerschein? Habe ich irgendwas verpasst oder so? Ja, verdammt, wo ist denn die Reibe? Hm. Ist das eine Reibe? Das ist keine Reibe, okay. Das hier vielleicht eine Reibe? Nee. Hinten links. Hinten links. Hier ist ein Löffel. Wo das Trockenfleisch war. Ach, hier oben. Du hast einen nützlichen Gegenstand gefunden. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So, da kann ich hier wenigstens schon mal hier die Kohle schon mal einsetzen. Ja, super. Hey. Und auf wundersame Art und Weise geht die Kohle sofort an, obwohl wir sie gar nicht angezündet haben. Nee, Auto. Was? Ich bin schon 18. Achso, okay.